Timon Kuban entfallen 200 Stimmen, auf Stefan Gruner 119. Damit ist Timon Kuban mit 62,7% der Stimmen zum Bundesvorsitzenden der Jungen Union Deutschlands gewählt. Lieber Timon, nimmst du die Wahl an? Ich danke all denjenigen, die ab Tag 1 an mich geglaubt haben, die mir die Kraft gegeben haben. Es gibt für uns nur eine junge Union, und wenn das Ergebnis da ist, dann laufen wir wieder gemeinsam in die richtige Richtung, nämlich weil der politische Gegner da draußen steht und nicht hier drin sitzt. ...1343 Tage unser Bundesvorsitzender. 45 Monate mit vollem Einsatz für die junge Union Deutschlands. 3,5 Jahre haben wir gemeinsam gearbeitet, gefeiert und die junge Union jeden Tag ein bisschen besser gemacht. Dafür war dir kein Weg zu weit, keine Nacht zu kurz, keine Anstrengung zu groß. Du warst erst zufrieden, wenn alle Vollgas gegeben haben. Gemeinsam haben wir dafür gekämpft, dass wir echte nachhaltige Politik für unsere Generation machen. Mit Innovation statt Verboten. Du bist ein überzeugter Europäer, einer, der Klartext spricht und dabei die Menschen immer im Blick hat. Für Einigkeit und Recht und Freiheit. Gemeinsam haben wir nicht vom Spielfeldrand zugeschaut, sondern angepackt, wenn man uns gebraucht hat. Du warst Einkaufshelfer, Deutschland-Zusammenhalter und Heldenhelfer. Gemeinsam haben wir die Junge Union zur digitalsten und innovativsten Jugendorganisation Deutschlands gemacht. Wir haben gepitcht, gestreamt und gezockt. Doch über allem stand ein Ziel, dein Versprechen, die Mitmach-JU. Dafür hast du Strukturen aufgebrochen und Dinge immer wieder hinterfragt. Du warst immer nah an den Mitgliedern, in Ost und West, beim Stammtisch und im Stream, im Kuhstall und im Wolkenkratzer. Deine Arbeit wird bleiben. Doch mit deiner Zeit als Bundesvorsitzender endet auch deine Zeit in der Jungen Union. Und damit eine Zeit, die dich durch viele Jahre deines Lebens begleitet hat. Durch Höhen und Tiefen, durch Erfolge und Niederlage, durch lange Sitzungen und noch viel längere Partynächte. Du hast viele Wegbegleiter gefunden, die bleiben werden. Erinnerungen gesammelt, die dir keiner mehr nehmen kann. Dein Weg endet hier nicht. Er hat gerade erst begonnen. Wir werden dich weiter brauchen. Die Union wird dich weiter brauchen. Timon, wir zählen auf dich. Und wir sagen Danke. Danke, Timon. Für alles.